Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Video zu meiner zuletzt durchgezockt Reihe, die ich ja vor einer Weile mit Need for Speed Run gestartet habe. Da ging es ja darum, dass ich Spiele aus der letzten Konsolengeneration, sprich Xbox 360, PS3 und Wii, nachhole, die ich damals verpasst habe und dann ein bisschen was euch zu diesen Spielen sage, wenn es sich denn lohnt. Und ja, bei Need for Speed Run war es so, dass mir das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich endlich seit langer, langer Zeit wieder mal ein Xbox 360 Spiel komplett durchgespielt, was ich damals verpasst hatte. Ja, und zwar handelt es sich hierbei um Timeshift. Timeshift von Sierra aus 2007. Habe ich mir ganz günstig gekauft, sofort durchgespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt gehe ich hin und erzähle euch ein bisschen was zu Timeshift, unterlege das ein bisschen mit Gameplay und ja, sag euch, wieso das Ding sich auch heute noch 2015 lohnt. Ja, viel Spaß! Bei Timeshift handelt es sich um einen Ego-Shooter aus dem Jahr 2007 von Saber Interactive, und zwar von der Abteilung in St. Petersburg. Vertrieben wurde das Ganze von Sierra. Timeshift erschien im gleichen Zeitraum wie Halo 3 auf der Xbox 360 und wurde wahrscheinlich deshalb von vielen Xbox 360-Spielern einfach übersehen oder unterschätzt. Oder einfach abgetan, weil sie eh mit Halo 3 beschäftigt waren. Ebenfalls erschien das Spiel aber auch auf der PlayStation 3 und auf dem PC. Ich habe es damals nur ganz kurz angespielt und zwar auf der PlayStation 3, aber ihr kennt mich ja, ich und die PlayStation 3, ich habe es nicht so mit dem PlayStation 3 Controller und das war so die Zeit, wo ich angefangen hatte, Multiplattform-Titel auf der Xbox 360 zu spielen, anstatt auf der PS3, da habe ich ja tatsächlich nur die Exklusivtitel genossen. Ja, und seitdem ich es angespielt hatte, hatte ich das Gefühl, mit Timeshift etwas verpasst zu haben. Und so blieb es bei mir immer im Kopf und ich habe mir immer gedacht, das holst du nach, das holst du nach, das holst du nach, aber irgendwie ist das nicht passiert bis zum heutigen Tag. Dabei habe ich damals tatsächlich die Uncut-Fassung gespielt, habe dann ganz kurz, ich weiß nicht, ob es bei einem Kumpel war oder ob ich selbst gespielt habe, das weiß ich nicht mehr, mal die Cut-Fassung gesehen, also die deutsche USK-Fassung, und die ist ziemlicher Mist, da ist so viel geschnitten und ich habe auch immer abgewartet, bis ich Timeshift in der Uncut-Fassung für die Xbox 360 irgendwo finde, und das habe ich jetzt endlich getan. Ja, bei Timeshift handelt es sich um einen klassischen Ego-Shooter mit einer tollen Zeitmanipulation, mit einem tollen Zeitmanipulationsfeature und einer sehr starken Präsentation für das Jahr 2007. Die Story ist aber leider sehr klischeehaft, obwohl so viel Potenzial vorhanden ist. Also es sind Zeitreisen möglich in ferner Zukunft. Zwei Wissenschaftler bauen zwei Anzüge, den Alpha und den Beta Suit. Einer dieser Wissenschaftler macht sich mit dem Alpha Suit kurzerhand davon in die Vergangenheit und baut als Diktator ein neues Regime auf, kreiert sozusagen eine alternative Zeitlinie. Ja, und ihr als der Protagonist, der übrigens namenlos ist und somit auch ziemlich oberflächlich, folgt mit dem Beta Suit in die Vergangenheit und schließt sich dem Widerstand an, um euren Kollegen, den neuen Diktator, zu stürzen. Ja, und wie schon gesagt, die Story ist ziemlich belanglos, zusammenhanglos, langweilig präsentiert, wird immer wieder mit ganz, ganz kurzen Cutscenes weitererzählt, die zwischen den Levels eingestreut sind, was mich unglaublich gelangweilt hat. Also die Story ist wirklich nicht der Grund, wieso ihr Timeshift spielen solltet. Echt schade, da ist so viel Potenzial gewesen, so viel Potenzial, was dieses Zeitfeature, Zeitmanipulation, Paradox und so weiter, das hätte so viel Potenzial gehabt, aber die Entwickler haben das alles nicht genutzt. Die Story ist, wie gesagt, einfach nur scheiße. Sehr, sehr schade. Aber dafür ist das Gameplay bei Timeshift umso besser. Timeshift besteht aus 6 Kapiteln, die etwa ja, so 8 Stunden lang sind. Also zumindest habe ich 8 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Und im Grunde ist das hier ziemlich bekanntes First-Person-Gameplay mit linearen Levels, verschiedenen Waffen, diversen Gegnern und auch Fahr- und Geschützpassagen, die zur Auflockerung des Gameplays dienen. Also hin und wieder könnt ihr euch hinter einem Quad Platz verschaffen, mit dem Quad ein bisschen fahren oder aber hinter einem Geschützplatz nehmen und so zum Beispiel ja, Flugpassagen und so weiter spielen, wo ihr zum Beispiel feindliche Flieger aufs Korn nehmen müsst. Ganz, ganz cool eigentlich. Ja, aber die Besonderheit bei Timeshift ist das Zeitfeature, die Zeitmanipulation, dank des Beta Suits. So könnt ihr per Knopfdruck die Zeit anhalten oder aber die Zeit verlangsamen oder aber die Zeit zurückspulen. Und ja, so könnt ihr halt Gegner effektiver bekämpfen, indem ihr zum Beispiel die Zeit verlangsamt oder anhaltet und so zum Beispiel Gegner entwaffnen könnt. Euch quasi dahin gehen zu dem Gegner und ihm einfach die Waffe klauen und zum Beispiel auf andere Gegner mit dieser geklauten Waffe schießen, bevor die Zeit
quasi wieder weiterläuft und ihr so zig Gegner auf einmal besiegt. Ziemlich, ziemlich cool. Oder aber ihr könnt auch Hindernisse umgehen. So gibt es zum Beispiel Feuer oder Strom. Und wenn ihr zum Beispiel die Zeit anhaltet, könnt ihr ja diese Feuerstellen oder diese stromunterlegten Stellen passieren. Oder aber es gibt auch Rätsel, wie zum Beispiel vornehmlich Schalterrätsel, die ihr lösen müsst, wo ihr zum Beispiel die Zeit anhaltet oder zurückspult oder auch verlangsamt. Ja, und das Zeitfeature ist wirklich sinnvoll und spaßbringend umgesetzt. Hätte ich wirklich nicht gedacht, als ich das Spiel gespielt habe oder angefangen habe, weil ich oftmals gedacht habe, dass oder auch oftmals gelesen, aber in diversen Reviews und in diversen Video-Reviews auch gesehen, dass viele gesagt haben, ja, Timeshift hat halt aufgesetztes Time-Feature, also Zeit-Feature. Das empfand ich nicht so. Ich finde das Zeit-Feature von Timeshift echt klasse. Und die Gegnerwellen, die Rätsel und die Hindernisse gehen wirklich ineinander über und wirken schön flüssig. Das hat mir super gut gefallen. Auch der Schwierigkeitsgrad ist echt fordernd. Die Zeitfeatures müssen gut überlegt genutzt werden, um zum Beispiel nicht zu schnell ins Gras zu beißen. Die KI an sich, die Gegner-KI, war auch richtig gut, hat mich unglaublich positiv an 4 erinnert. Also wer den ersten 4 Teil gespielt hat, der wird in etwa abschätzen können, wie die KI von Timeshift agiert. Hat mich auch sehr positiv überrascht. Die einzigen Dämpfer, die ich bei diesem Spiel sehe, sind zum Beispiel die Kampagne, weil sie ohne große Höhepunkte daherkommt. Es gibt auch keine Endbosse, das ist halt sehr, sehr schade. Dieses Zeitfeature ist so cool und man hätte so coole Endbosse kreieren können, wo man sich die Zeit zunutze machen müsste, um diese Endbosse gekonnt zu besiegen. Ich stelle mir das so, so cool vor und das wurde nicht genutzt. Außerdem hat das Spiel ein extrem schwaches Ende. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass das das Ende war und dann zack ist das Spiel vorbei. Also hier hätte man einen richtig epischen Endboss liefern können oder so, das hat man leider nicht getan. Ja, es gibt einen Online-Modus, den habe ich aber nicht gespielt, weil ich auf der Xbox 360 inzwischen nicht mehr online zocke. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der Online-Modus bei Timeshift noch aktiv ist, kann ich euch also nicht sagen. Grafisch ist Timeshift sehr, sehr stark. Saber Interactive hat eine eigene Saber-Engine, die erinnert optisch so ein bisschen an Unreal Engine 3, mit unglaublich scharfen Texturen, tollen Gegnermodellen und wirklich schönen Wasser- und Wettereffekten. Hey, wir sprechen hier vom Jahr 2007, als das Spiel erschien, und auch heute noch, 2015, sieht Timeshift unfassbar schick auf der Xbox 360 aus. Hat mich heute wirklich überrascht, aber ich hatte es auch wirklich als grafisch guten Titel in Erinnerung behalten. Ja, nur die Musik ist leider ein bisschen einfallslos. Die englischen Sprecher sprechen echt zu schnell. Es ist teilweise schwierig, der Geschichte zu folgen, weil ihr mitten in der Action seid, gegen zig Soldaten kämpft und dann noch den Dialogen folgen müsst. Und das ist schon relativ schwierig. Also wenn man die Uncut-Fassung spielen will, die ist komplett auf Englisch, muss man schon richtig aufpassen. Die deutsche Fassung hat natürlich deutsche Sprecher, die ist aber natürlich auch dann Cut. Da muss man also Prioritäten setzen, was einem lieber ist. Ja, als Fazit kann und will ich einfach nur sagen, dass Timeshift ein wirklich unfassbar geiles Spiel ist. Es ist inzwischen für unter 10 Euro zu haben und jeder, der wirklich Bock auf ein richtig gutes Spiel hat, auf einen richtig guten First-Person-Shooter, der abseits dieser Kriegs-Klischee-Shooter wie Battlefield und Call of Duty ist, der kann bei Timeshift wirklich, wirklich, wirklich zugreifen. Ich habe mit dem Spiel unfassbar viel Spaß gehabt. Daher gibt es auch von mir eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung mit dem Hinweis, wenn ihr das Ganze spielt, dann passt auf, dass ihr euch tatsächlich die Uncut-Fassung besorgt, egal ob auf der Xbox 360, auf der PS3 oder auf dem PC, weil ich finde einfach, bei einem Spiel wie Timeshift gehört der Gore-Modus, dieses Blut und das Abtrennen der Körperteile und so weiter, vor allem in Zeitlupe, irgendwo zum Spielgeschehen dazu, und ich finde das unfassbar schade, dass das in der deutschen Fassung fehlt. Aber natürlich ist es auch auf Deutsch ein relativ gutes Spiel, nur wie gesagt, es ist geschnitten. Klare Kaufempfehlung, ein wirklich geiles Spiel, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich kann mich nur wiederholen, und wer es damals verpasst hat, der sollte es definitiv spielen, ist wirklich günstig. Und ja, das war's an dieser Stelle, das war also mein Beitrag zu Timeshift in der neuen, zuletzt durchgezockt Folge. Ich weiß momentan nicht, welches Spiel ich als nächstes auf die Liste setze, vielleicht was auf der Wii oder vielleicht was auf der PlayStation 3, ich habe mir vor kurzem die Ratchet & Clank Trilogie gekauft, vielleicht gehe ich das mal an, ich weiß es nicht. Ja, das war's aber erstmal zu Timeshift. Mich würde erstmal eure Meinung interessieren. Habt ihr damals Timeshift gezockt? Wenn ja, wie fandet ihr es? Wenn nicht, habt ihr es auch verpasst, weil ihr irgendwas anderes zu dem Zeitraum gezockt habt, oder ist es komplett an euch vorbeigegangen, sodass ihr noch nicht mal Reviews dazu gesehen habt? Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Schreibt sie mir mal in die Kommentare und dann quatschen wir ein bisschen über Timeshift von Saber Interactive. Ja, ich bin jetzt erstmal weg, gleich in der Endcard. Gibt es noch 2 Videovorschläge von mir. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.